Howdy, ihr Nasen, was geht? Herzlich willkommen zu dieser Folge Let's Play, beziehungsweise einfach so Gameplay Call of Duty 2 Multiplayer. Ja, ich melde mich aus einer Zeit, in der Call of Duty noch nicht von 12-jährigen Hirnamputierten regiert wurde, sondern ganz normale Leute wie du und ich dieses Spiel gespielt haben. Und ja, ich freue mich übelst auf dieses Spiel, denn das ist einfach episch und wir starten direkt mal mit der K98. Diese Waffe ist einfach knallhart. Ein Shot, one kill. Der Server ist, ich weiß nicht, glaube ich Hardcore, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall nicht gemoddet, soweit ich das beurteilen kann. Ah, das ist ein Kumpel von mir. Sorry, ich wollte keinen Ami töten, ich wollte eigentlich nur... Wohohoho. Scheiße. Jupp. Und ich gehe gleich down fast. Man sieht einfach nichts mit den scheiß Granaten. Hört doch mal auf, hier Granaten zu spammen. Einen geholt. Da war er. Oh. Zwei geholt. Und los geht's. Ja, dieses Spiel hat mir damals einen heiden Spaß gemacht. Tut's immer noch, muss ich sagen. Ich fühle mich gleich wieder 12 Jahre alt. Denn, als ich... Fuck! Nein! Fuck! Oh, oh, oh. Shit, shit, shit. Wieso heiße ich Unknown Soldier? Das finde ich uncool. Nee, geht nicht. Okay, dann muss ich halt als Unknown Soldier weiterspielen. Das ist natürlich blöd, aber was will man machen? Mit diesen Granaten! Hört doch mal auf! Was soll das? Kommt man ja gar nicht mehr klar, wenn hier ständig was explodiert. Ah, Kumpel von mir. Ja, genau. Den haben wir geholt und ich gehe down von irgendeiner Granate, die irgendwer geworfen hat. Tja, wieso stirbt der nicht? Ich habe den getroffen, Alter. Was soll das? Ja, auf jeden Fall die K98. Ich weiß ja nicht, wie gut ihr euch auskennt mit diesen Waffen, denn dieses Spiel ist, glaube ich, 2006 erschienen, wenn ich mich nicht irre. Und hat damals für ziemlich viel Wirbel gesorgt, vor allen Dingen wegen der Rauch. Darstellung, weil die Rauchdarstellung ziemlich gut war für die damalige Zeit und es war halt so, dass man sowas noch nie gesehen hatte. Es hat irgendwie auch dazu geführt, dass Call of Duty zu einer gewissen Marke wurde. Nach diesem Spiel ist eigentlich direkt Call of Duty Modern Warfare das erste rausgekommen für den PC. Call of Duty 3 war konsolenexklusiv für die erste Xbox, glaube ich, und die erste die PlayStation 2. Gab es dieses Spiel. Oh shit. Und der zweite holt mich. Aber ja, 8 zu 4 finde ich jetzt nicht allzu schlecht für eine KD. Ich habe das Spiel seit Jahren nicht mehr gespielt. Und es macht mir riesen Freude, mit euch das wieder zu spielen. Denn, das hat mich so in meiner Gymnasiumszeit begleitet, also von 15 bis 18 ungefähr habe ich dieses Spiel gespielt und ich habe es geliebt, ich habe Stunden darin verloren. Einfach Multiplayer hier und der von Call of Duty 1, das waren so die Multiplayer, die ich geliebt habe. Also die ich geliebt habe, ja, das kann man sagen, ja. Und es waren auch die ganz großen Spiele für mich, also zumindest in der Zeit. Danach, das hat auch so ein bisschen den Multiplayer-Shooter salonfähig gemacht. Ja, stirbt doch endlich. So. Stirbt doch. Fuck. Ja, da waren einfach zu viele, keine Chance. Mitunter, also ja, ich habe gesagt, dass es den Multiplayer-Shooter praktisch salonfähig gemacht hat. Das war so eigentlich das erste gut aussehende Spiel nach. Jo, da kam halt Quake Arena und was gab's dann noch? Counter-Strike 1.6 und so. Das waren so auch die Shooter, die halt den Multiplayer-Aspekt der Shooter eigentlich so beleuchtet haben. Ich weiß es auch nicht, wie gut ihr da informiert seid. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid. Ich weiß auch, je nachdem, kennt ihr dieses Spiel vielleicht gar nicht. Deswegen ist es mir auch eine Ehre, euch dieses Spiel zeigen zu können. Denn das ist mitunter eines der besten Call of Duty, die es gab. Muss ich sagen, danach kam ja halt dieses Modern Warfare, das erste, das halt das mit Abstand das beste Call of Duty war, weil es auch die Perks eingefügt hat. Hier gab es noch keine Perks. Hier gab's. Hui.
Hier gab es auch eine Art Abschussserie, aber man konnte die halt nicht wählen. Das war halt einfach dieser Mörserschlag oder Luftschlag, den man anfordern konnte, wenn man genug Kills in einer Reihe gemacht hat. Ich weiß auch nicht, wie viele das man da machen musste. Nein, schade, ich wollte den kaputt hauen. Was da auch halt schon so war, wie das auch heute noch ist, ist die Tatsache, dass man mit einem Nahkampfschlag den Gegner abknallt. Also wenn ich den jetzt getroffen hätte, ich habe ihn zwar so getroffen, aber nicht... Jo, super, überall Granaten. Ich spamme mit den scheiß Granaten, das ist unglaublich. Aber Spaß macht's richtig. Falls ihr das Spiel noch nicht habt, kriegt man auf Steam, glaube ich, 20 Euro oder so. Und ja, der Multiplayer ist echt geil. Man hat zwar ein bisschen Probleme, muss ich feststellen, mit dem... Also unter Windows 8 läuft schon. Ich habe jetzt Windows 8 installiert. Es läuft zwar, aber irgendwie nicht so, wie es sollte. Es ist irgendwie seltsam. Also es startet irgendwie sehr langsam. Aber wenn es mal läuft, dann geht's. Na, zeig dich. Die kleine Schlampe. Ja, ich bin auch in der Planung von einem, ich habe so ein kleines Projekt in Planung. Ich habe so ein bisschen die Idee, meinen Kanal ein bisschen umzugestalten. Also wenn, dann wird es eine ziemlich radikale Änderung geben. In dem Sinne, dass ich vielleicht komplett aufhören werde, diese Gameplays zu machen. Also Gameplay-Videos, wie das jetzt der Fall ist. Und mich mehr auf eine Art, ein wöchentliches, also ein wöchentliches Video zu machen, statt jetzt irgendwie jeden Tag irgendwas zu bringen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Qualität leidet halt schon ein bisschen darunter. Es ist schon so, dass ich zwar jeden Tag was hochlade, zumindest das versuche, jeden Tag was hochzuladen, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl eben, dass die Quali ein bisschen darunter leidet, weil ich meine, es bringt ja auch herzlich wenig, wenn ich einfach irgendwas hochlade. Und mir... Ja, es ist ja nicht so, dass ich mir keine Mühe gebe, aber ist halt so, wenn ich jeden Tag was hochladen muss, in Anführungszeichen, dann ist es halt auch schwer, eine bestimmte Qualität und eine bestimmte Konstanz darin also dass die erhalten bleibt irgendwie. Also das ist mir auch ein extrem großes Anliegen, dass ich eine gewisse Qualität oder Qualitätsstandard behalten kann sozusagen. Ja, also ihr könnt gespannt sein, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich werde auf jeden Fall noch auf meinen Kanal euch weitere Infos zu diesem Punkt zukommen lassen, denn ich will ja auch, dass ihr da mitgestalten könnt. Jo, 14 zu 15 für meine erste Runde Call of Duty nach 8 Jahren, möchte ich sagen. Und ich würde sagen, das war's fürs Erste und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, Leute, haut rein.